Hallöchen, meine lieben Freunde des morgendlichen Sexualsports und willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana. Ja, wir sind ja hier im Röhrer Hauptquartier letztes Mal stehen geblieben und der alte Sack hat uns gekonnt gesagt, wir sollen in den Sumpf dackeln, denn da wartet so eine Chilischote auf uns. Ja, soweit so gut. Jetzt sind wir wieder unten angekommen und jetzt stirb. Es juckt mein Ohr, verdammte Hacke. So. Genau, wir haben ja letztes Mal eine neue Alchemieformel bekommen. Den Aua. Aua, den nicht. Den Aua haben wir nicht bekommen. Bleib mir weg. Nämlich den Telekinese-Zauber. Die Telekinese-Formel. Aber, ach komm her. Geht doch. Das war jetzt nicht meine Absicht, dass du das kaputt machst. So. Mal hier. Och man, jetzt juckt's mich. Verdammte Scheiße. So, ich wollte den Krafthauch einsetzen. Und zwar auf uns beide. Das war jetzt eine schlechte Idee von mir. Denn einzeln hätte es mehr gebracht. So. Ah komm, wo wir gerade dabei sind. Wir haben es noch 11 Mal. Können wir gerade nochmal benutzen. So sparen wir ein bisschen Blätter und so weiter. Und das muss ja gelevelt werden. Hier muss ja alles gelevelt werden. Und du wirst mich nicht fressen. Genau, okay, sterben. Böser Hundi. Ich wollte den. Aua. So, Hundi. Mach Sitz. Autsch. Komm her. Komm her. Genau. Hundi, du lenkst ihn ab. Und ich knall meine. So. Das sind schon mal faire Aufteilungen. So, Hundi. Haha. Das waren ja 2 auf einen Schlag hier. Und zack. Der hat was sagen. Ich habe genug Blätter, meint er. Hat der eine Ahnung, ob ich genug Blätter habe? Nein, böser Hund. Das war meine Primel. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Viecher heißen. Eieiei. Daneben! Daneben! Das gibt's nicht. Komm her, du wirst mich angreifen. Ha! Erwischt! Aber jetzt nehme ich noch mal ein. Ja komm, ich mach einfach mal. Alles genommen. Es kann nicht schaden. Vor allem, weil es ja damit hochlevelt. So. Der Wauzi sich ein. So, Lehm haben wir gefunden. Noch was? Ich mache natürlich alle Gegner platt. Es gibt. Oh. Ah, hey, mein Hund. Nicht fressen für Hunde quälen bin ich zuständig. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Autsch. Das haut noch ganz gut rein. Günther erreicht Level 10. Das ist doch. Wahnsinn ist das doch. Dass man den Günther nicht freut. Hust, hust, röschel, röschel. Komm her, Rapti. Rapti der Raptor. So, da habe ich ihn. Da habe ich ihn. Ah. Böse Primel. Böser Hund. Das war meine. So, der hat wieder irgendwo irgendwas geschnüffelt. Kommt das so vor? Da gibt es ja extrem viel, was er schnüffeln kann. So, weg mit dir. Nochmal. Da hat er immer noch Leben. Ha! Solange mein Hund etwas abbekommt, ist es ja egal. Verzeihung. Oh, jetzt konnte ich den Husten nicht unterdrücken. Ah. Was ich eigentlich sagen wollte gerade, nicht denken, ich wäre nicht tierlieb, ich bin furchtbar tierlieb. Ich habe meinen eigenen Hund furchtbar gern hier daheim. Aber dat, was ist das denn? Ein Hip. Was ist das dann? Ein Flippo. Ah ja. Autsch! Das Mistvieh. Ist das jetzt ein Gemisch aus einem Frosch und einem Reptil? Und einem. Ja, aus einem irgendwas? Komm, krabbsch zu. Ah! Hundi! Aber der hat mir wehgetutet. Da oben ist aber was. Das ist alles meins. Zack. Oh, ein Moskito. An Moskitos, habe ich gehört, können wir unser Zeug trainieren. So. Bevor sie mich nämlich nerven. Platsch. So, sichern. Ich habe nicht vergessen, dass das Spiel ein wenig absturzgefährdet ist. Waren wir hier schon mal? Ah ne, es war in einem anderen Gebiet. Der hat schon wieder was gerochen. Der hat schon wieder was gerochen. Die Asche. Asche zu Asche. Und Primel zu Primel. So. So, weg und weg. Na komm. So, du gehörst ganz allein mir, du kleines Hippo-Ding. Ohne Scheiß, was ist da? So schaut's aus wie ein Frosch. Ein dämonischer Frosch mit roten Augen.
Guck, guck, hier bin ich. Stirb. Na komm, wovon wir gar nichts mehr haben, nehmen wir mal ein Blatt. Och, mein Wauzi. Das war eigentlich meine Pflanze, du blödes Vieh. Naja, bin froh, dass es dir einigermaßen gut geht. Als weg damit. Als drauf. Hat schon wieder was gerochen, gibt's doch nicht. Lol. Wie sinnfrei war denn der... Oh nein, am Wasser fand er Wasser. Das ist ja ungeheuerlich. So. Ach, Bautzi. Günther, lass mir doch mal... Aua. Günther, lass mir doch mal die Gegner übrig. Ich muss doch meinen Speer hochleveln. Das muss doch sein. Autsch. Langsam aber. Was war das? Hat irgendwas gehört. Oder es war meine Einbildung. Kann auch sein. Der hat schon wieder... Schon wieder das gerochen. Oh, drück als die falsche Taste fürs Ringmenü. Günther riecht hier unten was. Wasser wahrscheinlich. Nee, eine Wurzel. Platsch. So, wo war das? Da unten ging es weiter. Das war schon nicht. Ey, wo ist es? Alles verfehlt. Komm. So. Dann gehen wir einmal hier hin. Wir haben Öl gefunden. Dotteli. Blub, blub, blub. Ist hier weiter? Komm her, komm her. Quer durch den Sumpf schlagen wir uns, weil wir es können. Und gehen dabei halb drauf. Und der Moskito auch. Und du jetzt erst recht. Aua. Das Vieh haut gut rein. Das müssen wir ihm lassen. Autsch. Okay, jetzt wird's kritisch. Irgendwas stimmt mit dem Vieh nicht. Das hat dämonischere Augen als sonst. Das ist bösartiger als sonst. Und der Moskito ist noch toter als sonst. So, den haben wir platt gemacht. Oh, Hundi. Naja, ich sah ihm ja auch, als er so schnippt. Das ist noch einer. Und noch einer. Boah, das nimmt ja kein Ende hier. Hilft aber alles. So, machen wir platt. Plätsch. So, wir schauen gerade mal in die Alchemie rein, was eigentlich unsere Level machen. Was sind wir denn hier? Hitzeblitze, Stufe 2. Säureregen ist da. Der Krafthauch ist auf 1,30. Ist auch gut. Wurzeln und Wasser brauchen wir ja für den Krafthauch. Wir gehen erstmal eins weiter. Ja, jetzt habe ich vergessen. Wie weit sind wir denn mit dem Speer? 1,95. Hey, das ist gleich Level Up. Das heißt, wir können ihn gleich benutzen. Also richtig benutzen. Vernünftig. Geht drauf, du Kasper. So. So. Meiner. Und zack. Aua, daneben. Super, toll gemacht, Hundi. Wurzel gefunden. So, komm. Den hat's schon mal zerrissen. Autsch. Autsch. Jetzt muss ich erstmal den Krafttauch benutzen. Ich bekomme gerade sehr auf die Fresse, habe ich das Gefühl. Mein Hund macht alles kaputt. Hundi, mach Sitzplatz aus. Beweg dich mal recht wenig. Speer erreicht Level 2. So, jetzt zeige ich euch, was ich gemeint habe. Jetzt haben wir nämlich einen kleinen Vorteil. Können wir das machen? Platsch. Oh, super. Jetzt hat er was fallen lassen, der Kasper. Ganz großes Kino. Und der Hundi hat wieder was gerochen. Zack. Wurzel. Na, eigentlich wollte ich mir im Vier was anderes machen. Kann man wieder speichern. Säuregen haben wir nur zweimal. Macht nichts. Öl gefunden. Als draufgehen lassen. So. Autsch. Komm her. Palup. Ja, da ist noch eins. Guck mal. Noch ein Viech. Wir nehmen natürlich alles mit. Wir nehmen alles mit. Wer weiß, wann es nächstes Mal Gegner gibt. So, weiter geht's. Stirbt alle. Du hast recht. So. 20 Krallen gefunden. Und ich habe gerade mal das Verlangen, ein so ein Ding
ein Feuer oder allen so einen Blitz in die Knaller zu donnern. Das war jetzt geniales Deutsch von mir, muss ich ja schon sagen. Ich bin begeistert von mir selber. Autsch! Das langt's mir aber. Blöder Frosch-Ding-Typ. Dich werfe ich ab. Man nennt mich nicht umsonst Meister Sperrwurf. So. So platt. So, ist hier noch irgendwas? Natürlich nicht, aber hier sind noch ganz viele Moskitos. Moskito 1 und Moskito 2. Jo, na super, da mitten im Nirgendwo. Das hat's gebracht. Da sind wir wieder hier. Super, einmal im Kreis gelaufen. Wollte ich schon immer mal machen. Also, zum Beispiel. Hä? Bleib's hier. Zack, weg ist er. Komm. Ich mache jetzt mal so weiter. Ich spare mir jetzt mal meine Dings auf. Meine Alchemie. Ich weiß, ich wechsle gerade alle 5 Minuten meinen seelischen Zustand. So. Nehmen wir auch weg. Auch. Vielleicht werde ich ja noch Level up, bevor ich ein zweiter komme. Autsch. Ja. Und die macht es auf jeden Fall alle platt. Das steht ganz außer Frage. Da komme ich jetzt nicht hoch. Platsch. So. Aber. Wow, langsam wird es ja ganz schön voll. Komm her, Moskito. Mr. Moskito. Bleib doch, wo der Pfeffer wächst. Und die? Sag mal, wie viel gibt's denn hiervon? Nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte über zu wenig Gegner, über zu viele Gegner. Aber what the fuck? Das ist natürlich der Nachteil vom Speer, der hat prinzipiell im Nahkampf eine recht kurze Reichweite. Nochmal gehustet. Komm her. So, werden jetzt bekommen. Ich oder mein Hund. Ist eigentlich auch egal. Hauptsache, der ist weg. Ich habe Wasser gefunden. Rein aus Zufall. Wer hätte es gedacht? Aber da muss es doch irgendwie rübergehen. Ich zerstöre mal das Tier, was drüben ist. Das ging daneben. Sehr erfolgreich sogar. Muss ich mich selbst loben. Ah, cool. Da war das sogar Absicht, dass man da drüben das Vieh blättet. Aha. Aber ganz ehrlich, das Vieh, diese Viecher gehen mir tierisch auf die Nüsse. Bäh. Stirb. So, noch mehr Wasser. Nee, Öl. Nebenbei verdienen wir noch was. Boah, da kann ich ja bald hier meine eigene Ölfarm aufmachen. Das ist ja klasse. Ein bisschen Heilung muss sein, oder? So. Ja, und Feuer. Ach, die wollte ich doch gar nicht treffen. Blödes Mistvieh. Komm her. Ja. Oh, Bautzi ist halt platt gemacht. Du hast doch hier gerade noch was geschnuppert. Wurzel. Solange wir hier fleißig Wurzeln und Wasser finden. Au! Kommt das Vieh dann jetzt her? Von welchem hintersten Eck der Existenz kamst du denn angerannt? So, hier oben gibt es, glaube ich, einen Wechsel. Wir speichern. Was ist das? Ein Autoreifen? Noch einer, noch einer. Ich habe so das Gefühl, das ist kein Autoreifen. Hey Junge, Hilfe bitte, dieses Monster zu vertreiben. Monster?